Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, jo, was machen wir? Also einen Feuerball hatte ich ja schon mal gebaut, wir machen jetzt mal einen Eisball. Und zwar bin ich da am Überlegen, zwei verschiedene Versionen zu machen, mal gucken, welche nachher hübsch aussieht. Wenn das ganze Thema euch gefällt, Abos und so weiter kennt ihr ja schon, liken und teilen und so weiter, ne? Wenn ihr mich damit unterstützen wollt, würde mich sehr freuen. Auch alle Leute, die mich bisher abonniert haben, ein riesen Dankeschön. Ich freue mich riesig über jeden von euch. Wenn euch das ganze Thema gefällt, bleibt dabei und dran natürlich. Wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal anfangen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe jetzt auch endlich eine Verwendung für die Laternenteile gefunden. Und zwar, wenn man die umdreht, kann man die Kugeln super da drauf stellen. Und die haben einen relativ sicheren Stand. Dann habe ich mir vorbereitet ein Gefäß, am besten aus Kunststoff, wo drin man das Silikon dann mischen kann. Ein Kugelschreiber, Mine nicht. Dann irgendwas zum Umrühren. Ja, dann nehme ich so einen Pinsel, wo ich quasi dann den Rest abgemacht habe. Dann ein kleines Behältnis. Ich nehme jetzt den Deckel von der Wasserflasche für das Silikon. Dann natürlich Baumarkt-Silikon. Dann nehme ich das günstigste, was es gibt. Das habe ich jetzt aus dem Bauhaus. Also ihr braucht da keinen teuren. Was wichtig ist, dass genug Essig halt drinnen ist. Das ist schon eine etwas ältere Tube. Ich hoffe, dass da noch genug drinnen ist. Und zwar habe ich vor, wie gesagt, ich will zwei verschiedene Varianten machen. Dann machen wir erstmal, nehme ich das klare. Weil da brauche ich keine Farbe reinzumischen. Ich nehme dann immer die Spitze quasi wieder, um das Ganze zuzumachen. Wie ihr gesehen habt, ist zwar das auch nicht so unbedingt das Optimale. Aber ich lasse es jetzt erstmal auf. Okay, da fällt mir schon wieder alles um. So. Und zwar Handschuhe erstmal tragen. Das ist schon mal nicht unwichtig. So. Weil das ist immer eine ziemliche Matscherei mit dem Zeug. So nebenbei habe ich mir dann noch Glasmalfarbe geholt. Einmal blau, einmal weiß. Eine Ersatzsilikontube habe ich auch da stehen. Jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Wasser. Weil den Tipp hat nämlich mir der Barnaba. Oh, da war ein bisschen viel, Leute. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen zu viel reingekippt. Wie gesagt, das hat mir der gute Barnabas den Tipp. Mit Wasser wird das Silikon dann aktiviert, dann soll das auch schneller trocknen. Weil das irgendeine chemische Reaktion auslöst. Also soweit meine Informationen. Ja, wie gesagt, lieber Mischa, nochmal ein Danke für diesen tollen Tipp. Okay. Das sind halt so Hälften. Die bekommt er im Baumarkt oder in irgendeinem Bastelladen. Kostet noch nur ein paar Euro, also nichts Teures. Da könnt ihr halt die Dinger draus machen. So, dann nehme ich jetzt erstmal nur das Transparent. Wie gesagt, das ist, finde ich, am einfachsten und auch am günstigsten. Mache jetzt hier eine gute Ladung rein und versuche das hier so möglichst zu verteilen. Das macht er dann quasi auf beiden Hälften. Ich habe den Plan, wie gesagt, das erste würde ich jetzt mit Transparenten machen und dann quasi so ein bisschen in Blau und Weiß oder so drüber. Und das andere mache ich dann in Blau und werde quasi ein bisschen mit entweder Weiß oder Transparent drüber gehen. Vielleicht mache ich auch drei Versionen, ich bin mir da noch nicht so sicher. Drei wären vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich habe jetzt noch für zwei vorbereitet. Ach, wir machen einfach nur die zwei und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. So, dann nehmen wir die Kugeln. Guckt, dass die vernünftig zusammen sind. Und dann tut er die auf das Teil drauf und lasst sie dann einfach trocknen. Je nachdem, wenn er alles richtig gemacht hat, sind die relativ schnell trocken. Also was heißt relativ? Also ich sag jetzt mal, so einen Tag würde ich sie drin lassen. Ist das nicht schon zu viel? Und schauen wir einfach mal. Klebt schon irgendwie alles dran. Wie gesagt, passt auf mit dem Silikon, dass ihr euch nicht alles versaut. Dann drehen wir das
das hier mal wieder drauf, vorausgesetzt, das klappt durch meine super Sägerei. Ja, doch, geht. Wasser hat man eigentlich schon ein bisschen drin. Mal ein bisschen nachkippen, den Rest wieder rein. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt separat extra destilliertes Wasser von nehmen sollte. Also ich habe jetzt mal da in der Wasserflasche so ganz normales Leitungswasser. So, nehme ich ein bisschen von der blauen Farbe. Ich hoffe, die ist noch nicht so richtig eingetrocknet, weil das sieht momentan so ein bisschen aus, als wenn das Ganze ein bisschen eingetrocknet ist, Leute. Das gefällt mir jetzt aber irgendwie so ja nicht. Auf jeden Fall ist hier so ein Stoppen drauf. Also nach oben hin ist es schon ein bisschen, aber ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe es auch schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. So, dann hoffe ich mal, das funktioniert noch, dass da noch was drin ist. Ja, ist. Und das Schöne ist, bei der Farbe braucht er nicht so viel. Auf Seite. Also zum Einfärben. Also es hängt aber auch davon ab, wie stark er das einfärben wollte. In dem Fall will ich das nämlich nur so ein bisschen bläulich machen, damit das Durchsichtige noch ein bisschen durchkommt. Ich hoffe, das sieht nachher halbwegs nach was aus. Das ist jetzt mehr so ein Babyblau. Seite. Geht da wieder hin, schmiert das vernünftig aus. Was auch gut ist, durch das Wasser, was da drin ist, wird das Ganze ein bisschen geschmeidiger. Was auch nicht übel ist. So. Ich gehe dann immer so ein bisschen mit so rührenden Bewegungen. Ich habe festgestellt, dann kann man das besser verteilen. Vielleicht bilde ich mir dort auch nur ein, aber es ist halt so. So. Guckt, dass er da so halbwegs eine vernünftige Dicke reinmacht. Guckt, dass er das nicht zu dick macht. Sonst tut das nachher schon wieder weh, wenn er das irgendeinem an den Kopf werft. Wie gesagt, Kopf natürlich nicht werfen. Das ist nur so im übertragenen Sinne. So. Jetzt muss ich aufpassen, hier habe ich irgendwie ein bisschen was rot drin gehabt. Das ist bestimmt hier von dem abgegangen. Da müsste dann immer ein bisschen gucken, dass er dann vorher alles am besten vernünftig sauber gemacht hat. Was ich natürlich mal wieder nicht gemacht habe. Weil das jetzt so eine relativ spontane Idee war. Dann habe ich auch noch irgendwie ein bisschen was Geld drin hängen. Also Leute, wie gesagt, guckt, dass er alles vernünftig sauber macht. Und habt ihr nachher in den Farben noch eine andere Farbe mit drin, die ihr nachher ja nicht drin haben wollt. So, wie gesagt, dann so ein bisschen rührende Bewegung. Da kann man das dann ganz gut mit verteilen. Ihr seht ja, wenn es dann nicht so ganz deckt. Ich glaube, ich habe uns wieder ein bisschen zu viel gemacht. Aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wird halt noch ein bisschen mehr rumgerührt. Und wenn es nicht überall total super deckt, ist auch nicht schlimm. Dadurch, dass er dann später nochmal mit Silikon drüber geht, um noch quasi so und so, ich sage jetzt mal wie beim Feuerball, so quasi die Flammen zu machen, da könnt ihr dann die Stellen, wo vielleicht noch so ein bisschen Löcher oder wo es nicht so ganz so dick ist, könnt ihr damit dann noch kaschieren. Also alles kein Beinbruch. Macht er die auch wieder zusammen. So. Dann haben wir quasi einmal den, der wahrscheinlich eisiger aussieht wie der. Vielleicht mache ich den auch komplett in Transparent, weil das sieht vielleicht für den Eisball sogar noch besser aus, aber da bin ich mir halt noch nicht so sicher. So Leute, die ganzen Teile sind jetzt glaube ich trocken. Hoffe ich auf jeden Fall. Passt auf, wenn ihr die Dinger immer aufmacht. Ja? Die riechen ganz schön. So Leute, die Teile, die sind jetzt soweit, hoffe ich, trocken, dass wir die rausholen können.
Sieht schon ganz interessant aus. Also ich finde, das sieht mehr aus wie das hier nach Eis. So, dann tun wir die Dinger mal rausholen. Passt immer auf, wenn ihr die rausholt. Wenn ihr die Nase mal verstopft haben solltet. Ja, einfach so eine Silikonkugel mal rausholen. Danach ist die Nase wieder frei. Das riecht nämlich im ersten Moment extremst nach Silikon. So. Hier an der Stelle ist noch ein bisschen, da das nicht ganz ist, aber das ist nicht schlimm. Da kommt sowieso dann noch mal ein bisschen Silikon drüber. Und zumal man dann nachher auch noch mal einen Schnitt reinmachen könnte, damit man halt ein Knicklicht reinpackt. So, ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht. Also ich muss sagen, Leute, das Ding hier gefällt mir ja eigentlich schon als Eiskugel viel besser wie die blaue. Ne? So, dann gehen wir jetzt mal wieder hin. Erste Ladung machen wir dann mit transparent ohne Farbe. Die machen wir mal nicht zu. So, dann tun wir ein bisschen auf Seite stellen. Und zwar, jetzt bei der Außenschicht gehe ich jetzt nicht und mache was Wasser rein, weil die Außenteile relativ dünn ist. Das trocknet einfach eigentlich relativ schnell. Schmier dann, wie ihr ja schon mal beim Feuerball-Video gesehen habt, schmier ich dann einfach hier so relativ, naja, was heißt relativ dünn, aber schon nicht zu dick dann drüber. Ein bisschen sehr viel habe ich so das Gefühl, aber naja, gut. Kann man noch ein bisschen beimachen. So, nur so die Hälfte ungefähr. Und dann gehe ich wieder hin. Entweder nimmt er den Finger, wenn er Handschuhe tragt, oder halt das Teil zum Umrühren. Und haut das quasi so auf das Ding drauf. Bis er dann so diese Flammen, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, dann so habt, wie es euch gefällt. So, mal gucken. Wie gesagt, das ist diesmal ein bisschen experimentell. Ich will mal so ein bisschen rumexperimentieren, was farblich besser aussieht. Also das muss ich sagen, das finde ich schon ganz cool. Das hat schon eher was vom Eis. Und bei dem anderen werden wir jetzt hingehen. Oh, das wollte ich ja eigentlich, Leute. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte normalerweise mit dem Transparenten dann noch drüber. Naja, gut, ist egal. Machen wir trotzdem. Können wir ja nochmal nachher dann nochmal drüber gehen. Also das war jetzt ehrlich gesagt anders geplant. Ich wollte eigentlich mit dem Transparenten komplett drüber gehen. So. Selbe Spiel wie bei dem ersten. Also Leute, macht das am besten irgendwo draußen oder so. Weil der Essiggeruch, der ist schon ziemlich, ne? So. So Leute, dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe mich für andere Unterteile entschieden, hier für drunter zu machen. Weil irgendwie sind die Dinger mir andauernd runtergerollt. So, Moment, ich habe noch was vergessen, Leute. Und zwar, ich brauche hier noch ein bisschen Blau. So, dann machen wir erstmal wieder die Transparente. Ja. Ich hoffe heute mal nicht zu viel. Ja,
mal zur Not müssen wir halt noch ein bisschen nachmischen, was dann kein Problem ist, weil das hier alles dieselbe Farbe ist. So, dann gucken wir mal. Ich finde, das sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Das ist eigentlich, momentan würde ich sogar sagen, dass mir das Transparente noch am besten gefällt. Ja, vielleicht könnte man noch so ein ganz bisschen bläulich dran. So kleine Akzente vielleicht, weiß ich nicht. Und Leute, wenn ihr empfindliches Näschen habt, so von wegen Essig, ne? Entweder Maske tragen oder macht es draußen und haltet das Ding möglichst weit weg von eurem Gesicht. Nur so als kleiner Tipp. Außer ihr habt die Nase verstopft. Dann ist das total super. Danach ist die Nase so weit von frei, das glaubt ihr gar nicht. So. Wie gesagt, wenn ihr dann irgendwo einen Riss oder irgend so was drin habt, ein bisschen dicker drüber machen, schmieren und dann ist das gut. Im Endeffekt müsste ich sowieso nachher wieder irgendwo einen Schnitt machen, damit man dann auch später ein Knicklicht reintun kann. So, an einer Stelle habe ich hier ein bisschen schwarz und rot, ein paar Stellen nur ein bisschen was drin. Stört mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, aber das ist halt, weil mir das scheiß Ding ein paar Mal runtergefallen rutscht es. Also ich muss sagen, die Flasche muss ich mir glaube ich auch bald eine neue holen. Da ist auch nicht mehr allzu viel drin. So. Ich glaube, ich habe diesmal ein bisschen weniger wie gestern, aber immer noch zu viel. Naja, gut. Ich gehe dann immer so ein bisschen mit so einer drehenden Bewegung so drüber, dass das quasi sich so halbwegs gleichmäßig verteilt. Und was zu viel ist, wird einfach runtergemacht. Kann man nachher wieder ein bisschen drauf, wenn es dann wieder zu dünn sein sollte. Aber das seht ihr ja, wenn ihr dann am Tupfen seid, wie quasi, ich sag jetzt mal die Flammen, nenne ich sie mal, wie sie werden. Wenn sie zu kurz werden oder zu lang, müsst ihr noch ein bisschen drüber gehen. Könnt ihr auch mit Finger machen. Habe ich glaube ich auch ein Feuerball-Video. Im Endeffekt ist es genau dasselbe Machart wie ein Feuerball. Nur halt mit anderen Farben. Das könnt ihr dann halt mit Grün und sowas auch machen. So Marke Giftball und sowas. Ja, also da kann man viel machen. So, das lasse ich jetzt erstmal alle beide so, lasse das trocknen und dann bin ich echt am überlegen, ob ich hier nicht noch so ein bisschen blau dran machen soll, aber so im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir noch besser wie das. Ja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe euch besser gefällt, das ist vielleicht eher was für einen Wasserball. Weiß ich nicht. Habe ich sonst als Eisball noch ein bisschen weiß, werde ich dann dran machen. Aber so, mal gucken. Aber ich muss ehrlich sagen, das Klare als Eisball gefällt mir das irgendwie besser. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was euch besser gefällt von der Farbe her. So, lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen. So Leute, die Eisbälle sind soweit fertig. Der hier im Blau, muss ich ehrlich sein, ich war ja noch am Überlegen, da was weiß drauf zu machen, aber so richtig gefallen tut der mir nicht. Ich muss ehrlich sein, der ganz normale Transparent, der gefällt mir wesentlich besser wie der im Blau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Na? Wie gesagt, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen weiß, vielleicht mache ich auch noch, aber ich muss ehrlich sein, also das sieht mir doch mehr aus wie Eis, wie das hier, oder? Das sieht doch mehr aus wie Wasser oder sowas. Der ist sogar richtig zu hier. Guck mal, geht sogar keine Luft raus. Und der hier, hört man. Wie gesagt, kann man dann Knicklicht rein tun. Müssen wir dann natürlich die richtige Farbe rein, irgendwie so ein Weiß oder sowas. Ne, dann rein, dann kann man das Ding auch im Dunkeln wiederfinden. So, dann, ja,
Machen wir mal wieder so den obligatorischen Test, ob das Teil auch funktioniert. Versuchen wir erstmal den mit Blau. Und dann versuchen wir den mal mit Eis. So, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch soweit gefallen. Na? Wie gesagt, das war jetzt mal ein Eisball. Feuerball kennt ihr ja auch. Im Endeffekt kann man das mit den Farben alles machen. Giftbälle und keine Ahnung, von mir so einen schwarzen Verfluchten oder sowas. Das kann man ja alles damit machen. Ich hoffe, das ganze Thema hat euch mal wieder gefallen. Ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.